wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Jungknabenchor. Wow, der Jungknabenchor von Kreis Industries sucht ja neue Mitglieder. Hm, ich könnte mich als Vorbläser bewerben. Gut gedehnte junge Boys gesucht. Wow, da muss ich Überstunden schuften mit Pater Johnson, damit ich bereit bin fürs Vorblasen. Okay, ich will in diesem Chor, also ich... Der jeder. Muss trainieren mit Pater Johnson? Ja klar, Pater Johnson hat gesagt, jeder Bläser, der noch keinen Ständer hat, geht jetzt nach oben und holt sich einen runter. Ja, schön. Ich will damit... Also, liebe Der kleine Kinder. Timmy ist unser Goldkehlchen, Rotkehlchen. Ja, ist ein Schwellkehlchen vielleicht. Liebe Kinder, Kreis ist für diese Inhalt hier ganz alleine verantwortlich. Ja, genau. Ey, es ist so einfach, es ich selber zu machen und dann immer auf andere betonen. Zu schieben. Ne? Das ist immer so ich leicht. Möchte das nochmal ganz, ganz deutlich betonen. Kreis kommt ganz allein auf diesen Quatsch und er übernimmt auch jede Haftung. Nein, für seine tut hier. Er nicht. Tut er definitiv nicht da. Ich spüle deine Haftung im Klo runter. Deine Haftung. Deine Haftung. Deine Haftzunge. Deine alten Haftcreme habe ich mir heute Morgen erstmal hier. Cookie Wo denn. Bist du? Willst du auch in den Jungbläserchor von Kreis? Oh ja, hier. Das ist ein eindeutiges Ja. Wo ist er gewesen? Hier. Kurz angeblowt oder was? Hat kurz angeblasen. Oh, der bläst aber weit. Hier drüben ja auch noch eine leichte Blasung. Ja, aber da musst du doch, wenn man die Trompete spielt, braucht man aber auch ordentliches Lippenfett, oder nicht? Ja klar, hat er doch. Da gibt's doch was von Kreis Industries, oder nicht? Von Grazio Farm. Lippenschmalz. Von Grazio Farm? Ja, das ist die griechische. Von Grazio Farm. Grazio Farm. Jucken und kratzen. Gibt's da nicht ein Lippenfett? Ordentliches Stippenfett. Wow, mit dem neuen Lippenfett habe ich voll gut abgeschnitten im Chor. Jetzt Timmy. Nennen sie mich das Goldlippchen. Timmy, du kannst aufhören. Ja, ja, geh wieder rein in den Käfig. Ja, ich weiß. Aber Kreis wird dich bald wieder brauchen. Mein Name ist Timmy Goldlip Sanchez. Ja, los Timmy. Das ist eine Lippenakrobatik. Der Junge, man nennt ihn doch den Lippizaner. Was ist los, Timmy? Einmal klopfen für Trinken. Hast du Timmys Wasserschale wieder aufgefüllt? Ey, irgendwann kommen die dir auf die Schliche. Ich weiß auch nicht. Ich sagte, irgendwann kommen die dir auf die Schliche und sagen, ey, habt ihr das schon mitbekommen? Da gibt's so einen YouTuber, der hält in einem Käfig einen Jungen und macht Experimente an ihm. Es ist alles fiktiv, das hat ja mit Fakten nichts zu tun. Fiktive Fakten? Und, hast du was? Nee. Auf der Jose-Cam? Starden, Burden, Harden, Bart. Mama. Life has just begun. Wie heißt der Geist? Michael Miller, ne? Michael Millerman. Michael. Onkel Michaels Geburtstag. Geburtstag. Weißt du noch, als er uns immer gemacht hat, Blenis auf Onkel Michaels Geburtstag? Nee, das war, da gab es russischen Zupfkuchen auf Onkel Michaels Geburtstag, glaube ich, ne? Ja. Gibt's auch nicht mehr die Werbung. Onkel Michael ist wahrscheinlich tot. Ja, wahrscheinlich. Hat sich halt nur von Zupfkuchen ernährt. Ja, war nicht so geil. War nicht so geil. Irgendwann hat er mal einmal zu viel gezupft am Kuchen und dann war vorbei. Wo bist du? Ne, ich glaube, der Gib hat uns veräppelt. Gib uns ein Zeichen. Bist du ein Trollololololol? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Oh, warst du da unten? Hast du die Tür geöffnet? Ja. Öffne eine Tür. Gib uns ein Zeichen.
Magst du Blinis? Milchschniete. Milchschniete. Schniete. Oh, hier ist ein Steppe. Salty. Wo bist du? Close. Close. Close Stepper. Also Murderer. Ist er hier im Bereich, oder was ist der Murderer? Ja, hier hat auch einer an der Tür gespielt. Guck mal hier, hier ist Sperma in der Ecke. Spermecke. Hier, auf dem Boden. Warte mal, ich nehme mal hier meine Cam. In der Ecke war Sperma. Spermhaar. Spermhart? Mein Name ist Spermhart. Spermhart und Bianca. Spermhart Kockenbrink. Das ist jetzt so die Uhrzeit, wo Kreis halt langsam merkt, er müsste eigentlich was trinken und sich mal ein bisschen... Ja, ja, ich habe auch noch nichts getrunken heute, gar nichts. Richtig, wie er Gaga ist, wieder der Mann. Ja, doch, Joghurtdrink habe ich ein bisschen getrunken. Redst du ruhig ein, dass es ein Joghurtdrink war. Selbst gemacht. Unten beim Griechen aus der Gasse. Ein Grieche in der Gasse? Ja, ja, da habe ich ihn getrunken. War ein bisschen sauer. Ja, aber der hat gesagt, er ist naturbelastet. Der gute Gassengurt. Das Gott. Also hier sehe ich schon mal nix. Ja, auch nicht. Was haben wir denn? Geisterbox hat geredet, ne? Ja. In der Geisterbox. Wo bist du? Sehe ich die Geisterbox? Er hat eben gerade eine Tür bewegt. Und ein Bild runtergestoßen. Oh! Dann hat er mir den Mund verpasst. Gegen Dampfmund. Hast du Dampfmund? Oder ja. Ist er nur in dich hineingedampft? Ja, mir so einen kleinen... Prüf das mal. Boah, aber einen Zehner hat er auch ganz kurz gehabt. Hat ganz kurz einen Zehner rausgeholt. Siehst du hier auf der Kamera was? Warte. Nö. Wo hast du irgendwo einen Bewegungsmelder? Weil der ja, irgendwas ja hat... hatte ich. Aber bist du durchgelaufen oder hat er jetzt... Tutet, weil ich du glaube nicht, nein. Professionelle bist. Ich bin professional. Also hier sind 20 Grad, 15 Grad, 19 Grad. Was lungert da drin? Sechs Grad. Ja, hier ist schon kalt. Nimm mal einen neuen Melderli mit. Aber Mund hatte ich jetzt hier noch nicht. Den Mund nicht, aber er hat mir so einen... Ja, so ein Geisterfurz halt, ne? So ja, hat mir in den Mund gefurzt, genau. Ghost Throat. Ghost Fart. Guck mal, hier sind auch noch Stapples. Ich glaube, er ist mehr so Kitchen-mäßig unterwegs, oder? Ist auch ein Teufel. Oh, er hat das Buch geschrieben. Gerade eben hat er reingeschrieben. Ist noch... Ganz frisch, das Sperma. Geister Buch, Geisterbox. Haut er mir einen Fünfer entgegen. Echt jetzt ein Fünfer auch noch? Ja. Michael Bublé. Kann er sich zeige ja, dich. Er hat sich im Prinzip schon wieder auf dem Präsentierteller. Wo bist du? Geisterbuch. Empf. Michael Miller. Oni. Michael Miller. Ja, Oni Toni. Was haben wir noch für Queste, Max? Queste Toni. Entkommen Sie dem Geist, machen Sie ein Foto. Durchschnittlicher Geisteszustand unter 25. Ach du Kacke, das sind doch alles Kack-Quests. Na, scheiß Quests, die will auch keiner haben. Ja, wir können auch den nächsten Geist ernten, wenn du willst. Ja, klar, Geisterernte ist immer gut. Also willst du raus. Dann baller ich mir aber die Schwengel rein. Ja, hau dir rein. Sonst verfallen die ja. Ein Oni-Toni.
Ein er Oni war früher Toni. Ein Toni, doch dann wurde er ein Oni. Jetzt ist er Oni-Toni. Der Oni-Toni. $60, Billo Alter, Geist, 60, ey. Was? Ich kack auf dich, Toni, ey. Der Spargeist. Fuck you, Toni. What's your name? Ezekiel. Der Spargeist. Fuck you, Ezekiel. Ja, war nicht so spektakulär. Ich will mal wieder so einen richtigen Terrorgeist. Weißt du, so einer, der dich auf Trab hält, wo du denkst, what? Jetzt kommt er von rechts. Was macht er denn nun? Was macht er nun? Aber dann heißt es wieder, bist du dumm? Wie bist schlecht? Du? Nach 200 Folgen, ihr seid immer noch so schlecht. John Davis haben wir da drin. John. Der gute alte John Davis. Der gute alte John. Denkst du, wird sich auch direkt offenbaren und dir den Geisterzipfel ins Gesicht halten? Ich hoffe, er zeigt seinen Dingeling. John Davis. Sagt, ja, ja. Ding dong. John Davis. John Davis, gib uns ein Zeichen. Da war was. Ich hab was gehört. Der ist hier unten im Bad, kann das sein? Weiß nicht. Nee. Hast du schon bliepen oder was? Nee, aber ich habe eben gerade. Definitiv hat jemand was auf den Boden geworfen. Häusliche Gewalt. Ein Ding-Dong. Bei Horton. John Davis. Horton hört häusliche Gewalt und ruft nicht gib die Polizei uns an. Gib ein Zeichen. John Davis. Welche Art Geschlechtsteil hast du? Bist du Brötchen oder Wurst? Mein Penis ist wie ein Volvo. Nichts, womit man angeben kann, aber er bringt... John Davis. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. War das? Wo bist denn du? Ich bin oben auf dem Dachboden. Und ist er da oben? Bisher noch tut es nichts. Hier ist auch Strom. Mach mal an. Wo bist du? Oh, was ist das denn hier? Ist doch hier so ein Leatherman. Ach nee. Leather Buddy. Leather Buddy. John Davis. Darf das Leatherman, darf der so noch heißen oder muss der jetzt irgendwie. Muss der auch Leather Woman geben dann eigentlich? Leatherman innen. Leatherman innen. Okay. Wo bist du? Zeige dich, offenbare uns deinen Schlingschlong. Ich hab unten irgendwas gehört. Zeig mir deinen Schlingi-Schlong. Öffne eine Tür. Hier liegt eine umgeworfene Bierdose. Okay, das ist immer ein guter Indikator. John Davis. Gib uns ein Zeichen. Wir beschwören dich. Bist du hier? Machen wir mal hier eine Prediction Cam hin. Alter, guck mal hier. Hast du das Diplom schon mal gesehen? Nee. Ich noch nie gesehen. Pumpkin-Suppe. Alter. Kürbissuppe. Ja, die Helena. Helena hat Kürbissuppe gemacht. Helena ist bekannt im Dorf für ihre Kürbisse. John Davis. Stell mal eine Kamera Richtung Küchentisch auf. Kann ja oft nicht schaden. Bist du hier? Oh. Ich guck mal. Doch, in der Küche. In the kitchen. Oh, Alter! Was läuft hier? Hat die Tür zugeschlagen und hat gesagt, geh weg. Ich mache meine Spezialkürbissuppe. Kürbis. 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 Ich mochte Kürbis.
Die dicke Creme. Also nix. Sieht sauber aus. Captain Kurbis. Die Ritze einer bengalischen Nonne. Oh, da muss ich auch nochmal Pillen nehmen. Hier, der hat gut gelutscht. Oh, aber ist nämlich Lippengut. Rinder Franz Lippengut. Franz Lippgut. Ja, er hatte tolle Lippen. Lippgut, bitte. Gliedmund Lippgut. Gliedmund Lippgut, bitte in den Operationssaal. Gliedmund Gutlipp. Sie können nach Hause fahren. Ihre Hodentransplantation ist abgesagt. Ja, guck mal, die, wo bist du? Wo hast du den gefunden? War er hier? Hier, hier, genau hier. An der Beke, an der Theke bitten. Gib uns ein Zeichen. Was du wollen. Bist du ein Kind? Und er hat die Tür hier geschlossen. Er hat Strom weggemacht, hat direkt gesagt, I don't like it, muss sparen. Baerbock will ausmachen. Baerbock will ausmachen. Baerbock hasst Auto. Deswegen ist er so zornig. Weil er gebärbockt wurde. Bärbockelt. Bärnackelbock. Ah, was könnte es da drin sein? Ein wilder Baerbock? Wilder Baerbock? Er saugt auf jeden Fall kräftig. Also er hat echt echte Sauglippen. Geh mal solo rein, vielleicht redet er ja nur, wenn ich alleine bin. Hast du die Grünen gewählt? Du kannst es mir sagen. Da liegt auch wieder eine Dose auf dem Boden irgendwie oder so. Oder hast du die da hingeworfen? Nee, das war er. Das war er. Wo bist du? Sieht jetzt gerade aus wie in so einer Sitcom hier auf dem Foto. Gib uns ein Zeichen. Boah, meine Tastatur ist ganz klebrig. Was willst du? Bist du irgendwas? Bist du ein Kind? Skala ist auf 0. Hast du Bock? Wir haben gar nichts bisher. John Davis. Der ist auch gar nicht da. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? John Davis. John Davis. Vielleicht ist John Davis ganz woanders. Ja, aber hier hat's doch gepiept. Ja, aber manchmal macht er ja auch veräppelpiept. Dann hol mal ein Thermometer. Apple Pen. Ja, da musst du aber aus morgen. Nein, Fußabdruck. Hier ist ein Fußabdruck. Ah, okay, okay. Er ist hier. Seinem hässlichen Salzgesicht. John Davis. Wo bist du? Was willst du? Willst du Gassi gehen? Garcia? Willst du zu Garcia gehen? Ja, hast du irgendwas? Oh, im Nebenzimmer ist das Licht angegangen. Der macht vielleicht den... Also ich habe oben Strom angemacht wieder. Okay. Vielleicht bist du da irgendwo mal dran oder so? Ich weiß nicht. Also ich habe kein Licht eingeschaltet. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber man hier, weiß ja nie. Aber hier drin ist 1,8 Grad, 2,5, 1 Grad. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen starken Sicker-Effekt hätten. Meinst du von oben oder was? Nee, ich meine eher so vom Nebenraum, dass im Nebenraum gesickert wird. Deswegen mache ich jetzt da mal eine Nebencam hin. Schadet ja nicht. Aber hier Badezimmer und so ist 9 und 8 Grad. 10 Grad, hier wird es immer wärmer.
Show me or show me not. Der Mandalorian. Mandalorian. Ein galaktisch guter Mund. 1,6, guck mal, hier liegt auch ein Teller. Ja, da ist irgendwas, aber es ist ganz schwach, ganz zart. 6 Grad, 3,7 hier. Wir müssen ihn irgendwie mehr in unsere Dimension holen. Ein paar Lockstoffe ausspritzen. Oh, er jagt. Oh, das ist schlecht. Ich habe eine Bubble im Nebenzimmer. Oh, da ist er, er läuft direkt auf mich zu, er frisst mich. Oh mein Gott, er ist hier im Flur. Ah! Okay, der ist ganz verwirrt. Ich habe einen Orb im Nebenzimmer nämlich gehabt. Was ist es denn für ein Geist? Wie sieht er aus? Nett? Ich weiß nicht, es war nur so ein schwarzer Schattengeist mäßig. Er hat sich nicht mal wirklich offenbart. Seine Präsenz ist ja schwach in unserer Welt, aber dennoch stark genug, um Kreis zu würgen. Kreis ist der Mandalorian. Der Mandalorian. Nur weil ich mit einem kleinen Kind schreift er durch die Wüste. Der Mandalorian. Orb haben wir mehr nicht, ne? Wo bist du? Mund. Nebenzimmermund. Hier durchgesickert, der Penner, hä? Bist du hier? Bist du ein Kind? Ah, der hat ja gesagt, der hat so einen Durchsicker-Effekt. Ich hab euch ja alle gewarnt, aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Ich hab euch gewarnt. Aber die Flasche rollt weiter und weiter. John Davis! Wo bist du? Oh mein Gott, er haut die Tür zu. Boah, hier ist er richtig aggro. Der ist richtig wild. Aber er ist auch in der Küche zugange. Ich glaube, der holt sich in der Küche ein belegtes Brot und tappt dann wieder rüber in sein Arbeitszimmer. Was für ein Geräusch, hast du einen Haufen gemacht? Ja. Hier ist er. Vierer. Aber er schwankt extrem. Immer so zwischen 2 und 4 springt er. Oder bin ich das? Alter, er hat mich geholt durch die Tür. Was? Nee. Hat er gejagt oder was? Ja. Krass. Alter. Das war ja ein Highskill. What? Alter, wenn wir direkt entlassen. Was? Was wollen Sie von mir? Ey, hören Sie auf! Stopp! Nein! Hören Sie! Lass Sie nicht den Zettel mitnehmen! Rein und haben mir meine, die haben mir meine Lizenz zerrissen. Die haben den Zettel haben mitgenommen? Rein, haben die Tür aufgetreten, haben mir die Lizenz abgenommen und haben die zerrissen. Okay, verstehe. Kreis Industries. Die haben eine Karte hinterlegt. Die wurden von Kreis Industries gefickt. Melden Sie sich an für eine Teilnahmegebühr von 50 Euro, um die Lizenz neu zu erwerben. Wow. 50 Euro habe ich nicht. Du bist der Inhaber, du musst kein Geld zahlen. Ich habe überhaupt nichts inne. Ja, dann nochmal neu jetzt hier. Also, das können wir. Weil ich kaufe. Muskelbepackte Typ mit so einer Priesterkutte rein. Kauf hier neue Sachen. Alles auseinandergenommen. Kalito ist ganz wild. Ja, ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Ja, die sind ja weg, die bösen Männer vom Kreis. Nein, die machen dir nichts mehr. Ganz traurig an. Was waren das für Männer, Papa? Ja, da ist Don Kreis. Er holt die Ernte ein. Er holt die Ernte ein. Don Kreis fährt wieder die Ernte ein. Erklär das mal so einem kleinen Hund. Oh Mann, ich habe nur noch $18,742. Der Kreis wieder ganz knapp alles. Beim Geld-Cheat. Starke Taschenlampe. Oh, ich glaube, ich habe keine starken Taschenlampen mehr. Die sind immer knapp.
Sind denn die irgendwie übersieht man immer die starken Taschenlampen aus irgendeinem Grund. Super selten, die Dinger. Super seltene Super-Taschenlampe. Also wir müssen jetzt einen Geist schnappen, sonst kann ich auch hier nicht beantragen bei Kreis Industry, eine neue Lizenz zu holen. Joseph Smith, er war ein Prophet. Den müssen wir jetzt, Joseph Smith war ein Prophet. Dumm. Ist er wirklich Joseph Smith? Hieß der so? Ja. Der Mann ist mit Indianern und Mormonen und auf Göttern im Bunde. Auf den Mond gezogen. Joseph Smith, öffne eine Tür. Oh, er jagt schon. Das wäre krass, ey. Joseph Smith, öffne eine Tür. Bist du hier? Wo bist du? Joseph Smith, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du im Boy Bedroom? Joseph Smith. Grüner Knuppel im Bad? Du sollst arbeiten, nicht stuhlen. Ich habe schon doppelt gestuhlt. In jedem Haus muss ich meinen Flansch hinlegen. Joseph Smith, wo bist du? Gib uns ein Zeichen, yo. Ich habe hier Steps gehört, irgendwo Richtung Garage. Wo bist du? Zeig dich, Joseph. Wir wollen dir helfen. Ja, oder hast du es nicht auch gehört? 3. Im Flur, ne? Ja. Sag ich ja, ich hab Steps gehört. 4. Hast du noch deine Lizenz? Oder sind die bei dir auch eingebrochen? Was, ich hab ja, ich vergeb die, deswegen ist das... Achso, ja, dir gehört's ja. Ja, danke, dass du es nochmal bestätigt hast, gut. Ich bin ja, halt ich im... Wissen, ich wie bin viel im, Geld ich der bin Mann im, damit verdient hat. Im Ausschuss, ne, hier im Tribunal. Komitee, im Tribunal. Okay, vielleicht bist du Triple A-Nal, ja, das glaube ich dir. Triple A ist so gute Videospiele, oder? Ja, normalerweise schon, aber bei dir? Ich wurde gestern wieder getrippelt, getappt, tappen. Außer der Geist verarscht uns halt wieder, ne? Weiß man ja nicht. Nee, das weiß man nie. Ich mach dir Kokolores. Wo bist du? Okay, der ist definitiv hier, hat Next gesagt. Boy Next Door. Bist du Boy Next Door? Oh, meine Kamera ist runtergefallen. Oh. Hat er dich? Wo ist er? Aber ich hab Mund. Hat der einen Mund verpasst, oder wie? Postmund, hier in der Garage. Okay, er redet und hat einen Mund. Gespenst, Mare, Dämon. Das kann wieder alles sein, ne? Oh, immer wenn mir die Kamera runterfällt hier. Für mich, dass da eine Bubble drin ist. Er ist schon wieder hier irgendwo. Da ist er! Kommt direkt auf mich zu, er hat einen Bart und eine Axt. Dancer? Komm rein. Joseph Smith. Wo bist du, Joseph Smith? Bist du ein Kind?
Er sagt ganz klar, dass er erwachsen ist. Joseph Smith. Gib uns ein Zeichen, yo. Bitte zeige dich. Alter, er steht zwischen den Autos. Ja, ich sag ja, es ist irgendwie so ein Autoknacker. Wie oft der jetzt schon erschienen ist. Er wollte mir auch nur ein Auto verkaufen, irgendwie. Guter Preis. Und er meinte, hier, nimm den Prius, Alter. Nimm den Prius. Nein, du bist nicht ein weniger Mann, wenn du Prius fährst. So was nicht einreden. Er bewegt die Tür, da ist eine Bubbel. Ist das eine Bubbel? Da ist eine Bubbel. Ist es wirklich auch eine Bubbel oder ist das nur so eine Smith-Taktik? Nee, das ist eine Bubbel. Guck mal, Autobubbel. Sie kommt immer da raus. Das ist eine K-Bubbel. K-Abgasbubbel. Das ist so ein alter Autoschleuser gewesen, ha? Huh? Jetzt kommt sie nicht mehr, aber sie ist dreimal gerade aus dem Auto rausgekommen. Ja, okay, das ist eine Autobubbel. Ja, das ist eine K-Bubbel. Ja, da oben sieht man sie auch ganz leicht. Zeit an der Decke wurde leicht abgebubbelt. Also wir haben Frost, wir haben Box. Das ist eine Mare. Klassische Maklermare. Klassische Automaklermare. Hier haben wir noch irgendwelche Questos. Entkommen dem Geist während einer Jagd, erreichen sie durch für 20 Herren, sie einen Geist, kurz sagen sie Herren so. Okay, das sind alles irgendwie so Sachen, die keinen Spaß machen. Nee, eben, genau. Ja, also ich würde sagen, die Lizenz, die müssen wir uns wieder verdienen. Weil hier John Davis, der hat uns ganz schön getrollt. Der hat uns ganz schön zum Narren gehalten. Ganz schön. Naja, was willst du machen? Ne? Bringt ja nichts. Wir haben aber noch License Restore. Was machst du da? Ja, kannst du mir 50 Euro leihen. Dann könnte ich bei dir wieder eine Lizenz beantragen. Die Geister jagen, Mama. Auf den Tisch schlagen, den Kopf so. Der Lümmel trinkt das Wasser. Kennst du den Flugspeck? Ja. Der Lümmel trinkt das Wasser. Aber nein, Homer, diese Erfindung gibt es schon längst. Mach noch einen Salzpimmel hin und dann sind wir fertig. Ja, machen wir Feierabend für heute. Bringt ja nichts. Ist auch viel zu warm zum Geisterjagen. Ist man ordentlicher, oder? Richtig ordentlich. Oh, ich kriege auch gerade eine Unwetterwarnung. Du weißt ja, wie das ist. Ich muss raus, die Hühner und die Kühe festschnallen. Ja. Mal sich nicht beschweren. Gut, dann gehen wir rüber zu Merle und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sind schon lange nicht mehr gestorben. Warum fahren wir denn nicht nach Hause? Ja, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Du Milchmare, du Alte. Hier, Geisterpimmel. SaltyDix.org. SaltyDix.org. Doc-Org? Doc-Org? Der soll die Dick-Doc. Ja klar, muss man behandeln lassen. Gib Khrushchev. Wir machen eine neue Videoplattform für kurze Videos. Dick-Toc. Da kann man nur kurze Schwengelvideos machen. Kurze, knackige Schwengelvideos. Dick-Toc. Gut, bis zum nächsten Mal. Klickedick.org.